Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Soviet Republic Workers and Resources. Ein allererster Eindruck von diesem Spiel. Am 15. März soll dieses Spiel, ein Indie-Titel aus der Slowakei, von Peter Adamczyk und Kollegen gemacht, in den Early Access auf Steam kommen. Als noch unfertig, aber schon spielbare Version für ungefähr 22 Euro. Zwei Jahre hat Peter bereits an diesem Spiel entwickelt, mit einer eigenen Engine, einem eigenen Programm, einem eigenen technischen Gerüst, das er für sein Vorgängerspiel entwickelt hatte und das er hierfür auch benutzt. Für die Grafiken, für die Musik hat er Kollegen angeheuert, aber im Großen und Ganzen ist das ein Ein-Mann-Projekt. Zwei weitere Jahre Entwicklungszeit will er sich nach dem Early Access noch nehmen, um das Spiel dann bis zum Ende zu bringen. Und was ihr in der ersten Folge schon bekommen habt, falls ihr sie euch angeguckt habt, wenn nicht, blinke ich die mal ein. Den Link darauf, rechts oben müsste der zu sehen sein, da findet ihr die erste Folge. Da hatte ich euch ganz viele Kernfeatures schon erklärt von diesem Spiel. Wir wollen hier in einem dieser kleinen Ortschaften, die wir übernommen haben, in unserer fiktiven kleinen sozialistischen Republik, in der die Sowjets jetzt herrschen und in der die Planwirtschaft von uns exekutiert wird, durchgesetzt und durchgeführt wird, dieser sowjetischen Republik wollen wir dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht. Wir ignorieren mal alle anderen Aspekte, die es in einem solchen Sowjet, in einem solchen Räterreich gibt. Sachen wie fehlende bürgerliche Freiheiten oder dass die Leute zwar was zu futtern haben, aber kein Luxus oder dass man nicht ins Ausland reisen darf, weil man ja nicht möchte, dass man das eigene Leben mit dem in anderen Ländern vergleichen kann, es sei denn, es ist in anderen sozialistischen Staaten. Das alles schieben wir mal beiseite und konzentrieren uns einfach darauf, hier mit Scheuklappen eine schöne kleine Sowjetrepublik einzurichten. Aber Hand aufs Herz, wenn wir eine kapitalistische Wirtschaftssimulation spielen würden, dann würden wir uns auch nicht die ganze Zeit Gedanken darüber machen, wie es mit der Kinderarbeit in Entwicklungsländern ist, wo wir unsere ganzen Rohstoffe herbekommen und herbeziehen, oder ob sich ein paar Aktionäre dumm und dämlich verdienen, während viele andere Menschen von Hand in den Mund reinleben müssen. Das ist ja halt, wir sind halt verliebt, entweder in das kapitalistische, in das sozialistische Modell, und es ist immer nur eine Zusammenfassung von all dem Schönen, was man sehen will, und alles Hässliche wird ausgeblendet aus diesem Modell. Und ein Spiel ist immer nur ein Modell. So, hier hatten wir einen ersten Shop gemacht, ein Shopping Center. Hier haben wir eine Bushaltestelle hin platziert. Nächste Schritte im Spiel, das soll sein, dass wir hier unten eine Kneipe hinsetzen wollen, und ich versuch's mal. Wir gucken mal, wie groß sie ist, wie viel Platz wir dafür brauchen. Die finden wir wieder bei der Konstruktion, bei den Wohngebäuden und bei dem Bedarf der Leute. Wir wollen die ja zum Alkoholismus hinführen, denn dann sind die Leute glücklich. Alle gesundheitlichen Folgen davon ignorieren wir mal. Wir drehen den Straßenzugang mal nach unten. Links haben wir einen Zugang zu Fuß, rechts wahrscheinlich auch einen. Das sieht doch ordentlich aus, so machen wir das. Okay, alles in Ordnung. Dann ziehen wir auch noch eine Straße hier rüber. Wir nehmen wieder die etwas bessere Variante. Hier die Asphaltstraße. Das sind alles nur Kiesstraßen, die wir in diesem Ort übernommen haben. Das können wir besser. Dann ziehen wir hier. Nein, können wir hier, ne? Wir ziehen hier rüber. Bahnübergang nicht erlaubt. Wieso Bahnübergang? Was soll denn das hier für ein Bahnübergang sein? Wo ist denn hier eine Bahn? Also das ist mein Rätsel. Wir lassen die Bauwerke mal zu Ende laufen. Ich gebe mal richtig Gas, bis wir die fertig haben. Dann versuchen wir es nochmal. Vielleicht lag es nur daran. Ich mache mal hier unten das Zipfelchen hier noch weg. Vielleicht liegt es ja daran. Also das ist mir echt ein Rätsel. Verlängern das mal ein bisschen. Gucken, ob wir es hier durchziehen können. Nein. Wir ziehen ein Teilstück. Wir puzzeln mal. Aha, da war es da nicht eben grün? Nein, es war nicht grün. Aha, so geht es.
Ja, ich weiß, es ist schief und krumm, aber immerhin funktioniert. Immerhin funktioniert es. Nächster Schritt, was wir machen, ist dann noch eine Schule. Die will ich unbedingt einrichten, ebenfalls also für die etwas älteren, Kinder, für die Jugendlichen, damit die eine vernünftige Bildung bekommen. Kindergarten danach auch noch. Hier oben die Schule. Passt die hin? Hey, das sieht doch nahezu perfekt aus. Ja, machen wir. Klasse. Dann schauen wir noch, ob wir noch ein Fußballstadion hinbekommen. Das wäre es doch, oder? Ein Fußballstadion bekommt man bei den Wohngebäuden und deren Bedarf. Hier ein Fußballplatz, alternative ein Tennisplatz. Aber Tennisplatz im Sozialismus? Echt? Okay, Ivan Lendl. Aber ansonsten? Nein, die hatten doch ganz viele... Ach, der Entwickler kommt ja aus der Slowakei, aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Die wurde dann später in Tschechien und in die Slowakei wurde das Land ja zerlegt, als die sozialistische Tschechoslowakei ihr Ende fand. Da gab es ja jede Menge gute, richtig gute Tennisspieler. Martina Navratilova, natürlich. Ivan Lendl, wie konnte ich bloß die vergessen? Das ist, glaube ich, der nationale Lokalkolorit des Entwicklers. Wollen wir hier hinsetzen? Sollte klappen. Fußballplatz. Dann ziehen wir noch diverse Straßen durch. Gehen wir hier hin. Ziehen hier die Asphaltstraße. Perfekt. Verlängern die hier oben hin. Lassen mal langsam oben weiterlaufen. Gucken. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir nur so einzeln stückchenweise hier das machen können. Ich rüste den Kies allein schon deshalb auf, weil die Geschwindigkeit der Leute dann schneller ist und weil das dann eigentlich klappen sollte, dass unsere Bürger, dass mehr Bürger das hier alles erreichen können. Na, und jetzt hier noch. Na, klappt doch. So. Dann stoppe ich das nochmal. Jetzt machen wir einen ersten Test. Wie gut das alles erreicht werden kann. Hier unten haben wir keine Straße. Das ist doof. Da ziehen wir gleich nur eine hoch. Wir klicken mal einen unserer Dinge an. Zum Beispiel hier die Bushaltestelle und klicken dann hier drauf und sehen, ja, alles... Es sind nicht alle erreichbar. Alle Wohngebäude können den zentralen Busbahnhof der Stadt erreichen. Die oben links nicht, aber sehr viele. Wir schauen uns das jetzt auch mal bei den anderen Orten an. Hier zum Beispiel bei der Schule. Hoppla. Die Schule ist gar nicht erreichbar. Habe ich da die Verbindung noch nicht durchgezogen? Ah, tatsächlich. Ja. Auch nur der vordere Teil ist erreichbar. Da müssen wir wahrscheinlich hier nachher noch eine Schule auf die andere Seite legen. Das ist die Kneipe. Ja, das ist doch alles mau. Jetzt schauen wir mal, ihr habt ja diese Linien gesehen und wie weit die reichen. Und mal gucken, wie weit es hier reicht beim Shopping Center. Mhm. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Da reichen die noch am weitesten. Jetzt versuchen wir das zu optimieren, dadurch, dass wir die Fußgängerwege ziehen. Das haben wir bislang nämlich noch gar nicht gemacht. Die findet man hier unter Fußwege. Und da gibt es zwei zur Auswahl. Einen Lehmfußweg und einen richtigen gepflasterten Gehweg. Gehgeschwindigkeit bei 112%, gemessen an einem fiktiven Durchschnitt. Da können sogar Autos ein bisschen drauf tuckern. Und überall, wo es geht, ziehen wir jetzt hier die Verbindungen, wollen aber vorher die Straßen hier von Kieswegen in Asphaltwegen umwandeln, weil ihr ja schon gesehen habt, wenn man das in umgekehrter Reihenfolge machen würde, dann müssten wir jedes Mal, dann kämen wir mit den Straßen immer nur bis zur nächsten Kreuzung mit einem Fußweg und das ist ätzend. Auch so dauert es schon ein Weilchen. Also wir müssen das jetzt nicht in der ganzen Stadt machen, aber ich finde zumindest da, gucken, ob wir hier durchkommen. Oh, klasse. Super, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Super, sehr schön. Zumindest da, wo es in die Orte rübergeht, die so schwer erreichbar sind, also die Viertel auf der anderen Seite, kann sein, dass das alles schneller und fixer geht, wenn wir erstmal diese Verbindung gezogen haben. Also das wäre mein Wunsch an den Entwickler, dass man das hier wirklich durchziehen kann, weil, na klar, also es hat natürlich einen gewissen Grund. Vielleicht will man ja aus irgendeinem Grund wirklich nur mal bis zu einem Fußweg ziehen.
Vielleicht gibt es ja irgendein Tastaturkommando, wo es die SSM das jetzt schon erlaubt, wenn man die Shift-Taste gedrückt hält. Ich versuch's mal. Ich drück mal auf gut Glück die Shift-Taste. Guck mal, ob ich dann hier durchziehen kann. Nein, kann ich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Oder die Alt-Taste, dass man irgendwas macht, dass man das durchziehen kann. Fände ich gut. Weil das ist echt ein etwas mühseliges Geschäft hier. So. Machen wir das hier unten noch. Wir müssen nicht die ganze Stadt machen, aber zumindest die Wege, die von vielen Leuten wohl gegangen werden. Und hier haben wir es schon überall gemacht. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Hier ziehen wir noch eine Verbindung. Perfekt. Alles klar. Und haben wir die hier gezogen? Haben wir schon? Ja, das sieht auch besser aus. Hier machen wir noch ein Stückchen, damit wir eine kleine Chance haben, vielleicht die Leute hier ganz hinten noch zu erreichen. Ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen. Hier ziehen wir noch, das ist ganz wichtig. Hier noch ein Stückchen. Okay, ne? Damit sollten wir leben können. Ich stopp nochmal und jetzt wollen wir das nochmal testen, ob das eine signifikante Verbesserung gebracht hat. Wir gehen hier rein und ja, oh ja, es hat erheblich was gebracht. Schaut euch das mal an. Das ist viel weiter als vorher. Vorher war das wirklich nur so der Bereich und jetzt erreichen wir die dort oben. Also allein das mit den Kiesstraßen hat schon viel gebracht. Und jetzt verändern wir das zusätzlich noch mit den Fußwegen, dass wir die noch überall reinsetzen und das müsste dann richtig hilfreich sein. Wir nehmen die guten Gehwege hier und ziehen die hier auf der Rückseite rein. Dann gibt es überall hierhin so ein Gehweg. Und noch ein Gehweg. Weil da sind die Leute natürlich schneller unterwegs. Als wenn die... als wenn die immer über das Grün dackeln müssen. Hier sind keine, ne? Ach, wo sind die Gehwege denn hier eingezeichnet? Oh, wie interessant. Hätte ich fast übersehen. Das ist die Bushaltestelle. Einmal nach hinten. Können wir die direkt verbinden? Geht auch. Geht das hier? So geht's. So geht's auch. Alles klar. Sonst noch ein paar. Die anderen, die Gebäude, die vorher schon standen, die waren schon alle versorgt. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Nicht alle, ihr seht es so in ein paar einzelnen nicht, aber es geht ja mehr darum, dass man die Gebäude dort hinten immer gut erreichen kann. Sieht eigentlich ordentlich aus. Ich ziehe mal ein paar wenige so in der Mitte wenigstens. Da geht es nicht. Sollte doch hilfreich sein. Okay. Jetzt schauen wir uns das auch nochmal an, wie viel das gebracht hat. Gehen hier wieder raus. Schnappen uns wieder das von eben. Ist der Unterschied jetzt nicht so riesig, glaube ich. Aber er ist auch vorhanden. Er ist vorhanden. Also ich bilde mir ein, das wäre noch weiter. Hier schauen wir uns das ebenfalls mal an. Bei der Kneipe. Bei der Bushaltestelle, das ist ganz wichtig. Ja, das sieht richtig gut aus bei der Bushaltestelle. Da hat sich immens viel getan dadurch. Super. Das hier ist die Schule. Erreicht jetzt auch mehr Leute. Und der Fußballplatz. Ja, da kann man mitarbeiten.
Und wir können ja auch ein paar Gebäude später noch hier errichten und so weiter. Das haben wir ganz gut hingekriegt und ich will euch wenigstens mal zeigen, wie einer dieser Plattenbauten aussieht. Und dann können wir ein paar Leute von da oben vielleicht auch nach unten umsiedeln, dass wir die hier unten hinstellen. Das heißt, wir gehen in die Konstruktion hier rein, in die Wohngebäude und setzen noch den einen oder anderen sozialistischen Plattenbau hin. Das hier ist, glaube ich, der am meisten bringt. Schaut mal, ihr habt einen Preis in Rubel. Also ich könnte auf Dollar gehen, das kennt ihr vom letzten Mal noch. Wir bauen die automatisch, kaufen alle Baustoffe ein. Wir haben unfassbar viel auf Vorrat. Wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad leicht. Ihr seht ein Verhältnis von Arbeitern zu Geld. Hier zum Beispiel 120 Arbeiter, also bis zu so viel, haben Platz in diesem Plattenbau. Der kostet 13.400. Der hier ist, da passen halb so viele rein und der Preis ist, also das ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein bisschen billiger, 4,7. Nö, das gibt, die sind etwa beide auf gleicher Höhe. Der ist verhältnismäßig teuer, Wohnungen aus Ziegeln, hier beginnen die Plattenbauten, die sind halt wirklich preiswert. Das hier sind Plattenbauten für 75, also für 120 Arbeiter, für 60 Arbeiter, für 75, da kann man auch puzzeln, was so passt. Weitere Wohnungen, und das ist ja quasi ein Set mit Weiß, und das ist ein Set mit Typ 464, vielleicht sind das die moderneren, die man durch Forschung freigeschaltet hätte ansonsten. Gibt es auch hier gibt es sogar einen 150er hier zu sehen, der kostet 11,8. Und das ist, ja, 11,8, oben 13,4 und hier passen sogar 150, das heißt, dieses Modell hier, das ist das, wo die meisten Menschen auf engstem Raum für das mit dem geringsten Kosten drin leben können und den nutzen wir jetzt mal. Und wollen den bauen direkt hier vorne. Stellen wir einen hin. Einen Plattenbau hier. In der Nähe von all diesen Dingen hier. Vielleicht so zwei, eine nach links, eine nach rechts. Ihr seht die automatischen Verbindungsstücke. Klappt das hier auch? Ja, vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar mehr hin, wenn wir das so machen. Auf engstem Raum. Also ich glaube, die Wirkung von Sonnenlicht auf das Gemüt und das Glück der Bürger, das wird überschätzt. Also ich glaube, so ein echter Proletarier ist einfach glücklich, wenn er mit anderen Arbeitern und Proletariern auf engstem Raum zusammenleben kann. Das macht ihn happy. Und wenn er derjenige ist, der mit seiner sozialen Klasse auch die Gesellschaft regiert, dann ist alles gut. Also ich glaube, sowas wie, dass man einen eigenen Balkon haben muss, auf den immer die Sonne scheint, das ist ein Gerücht, das aus dem Sozialismus, das aus dem Kapitalismus stammt. Das wird definitiv überbewertet, sowas. Ich wette, hier passen noch mehr Menschen auf noch engerem Raum hin, wenn wir uns mal ganz doll Mühe geben. Ich denke, das geht. Das kriegen wir hin. Das wird schon klappen. So, jetzt bauen wir das erstmal hier. Schauen wir mal, wie die Platten hier entstehen, die Plattenhäuser. Oh, wie eng die nebeneinander stehen. Das darf doch nicht wahr sein. Habe ich die ineinander gebaut? Nein, das sind nur die Gerüste. Also jetzt stellt, falls ihr jetzt denkt, die armen Leute, es gibt hier Fenster auf der Seite. Es gibt hier keine Fenster. Das habe ich alles natürlich gewusst, als ich die gebaut habe. Ja, hier gibt es Fenster. Auf dem Gebäude auf der Rückseite gibt es Fenster und die haben dann die Aufsicht auf diese herrliche Betonwand auf der anderen Seite, die die klaren Flächen und die logische Einfachheit der sozialistischen Eleganz fällt einem dann sofort ins Auge. Also ich glaube, sind Elitewohnungen. Da, wo man hier sitzt und dann direkt auf die Wand drauf guckt, das ist das, was die Leute unbedingt haben wollen. Da bin ich fest von überzeugt, dass da kann mich auch keiner von abbringen. Dann wollen wir hier noch eine weitere Straße hier runtersetzen. Genau.
Und dann gucken wir mal, ob wir links noch einen Plattenbau hinbekommen. Haben wir hier die Verbindung mit den Straßen gezogen? Hey! Das kriegen wir aber besser hin. Dann wollen wir erstmal schauen, dass wir... Ja, wir bauen das erstmal durch und gucken mal, was dann eher abgerissen würde. Wir haben keine Straßenverbindung hier, sondern nur die G-Verbindung. Das ist aber eigentlich nicht so schlimm. Aber schade. Hier auch nicht. Ich glaube, da geht noch was. Das kriegen wir besser hin. Wir ziehen hier die Asphaltstraße durch. Oh, die geht ja sogar in eine Lehmstraße über. Wie hässlich. So. Ja, wer sagt's denn? Was nicht passt, wird passend gemacht. Und dann noch die Fußverbindungen. Die gibt es... Ja, genau, hier sind die Fußverbindungen, die schicken gepflasterten Gehwege. Ah, wer sagt's denn? Ein Traum. Ein Traum in sozialistisch Rot. Wunderbar. Herrlich. So muss es sein. Alles gut. Ja, das können wir auch weglassen. Alles bestens. Ein Träumchen. Ja, wunderbar. Und dann kriegen wir noch... Wir testen auch mal, ob die Leute wirklich alles hier erreichen können. Wir machen mal einen Klick drauf und schauen mal, wo die hinlaufen können. Sie können alles erreichen. Die Kirche können sie erreichen. Wobei ich nicht weiß, wo man ein wahrer Proletarier in die Kirche geht. Er lebt doch eigentlich fürs Dies und nicht fürs Jenseits. Das Dies, die Kathedrale des Diesseits, nämlich unser schönes Shopping-Center, das ist natürlich erreichbar. Das ist viel wichtiger. Da gibt es die ganzen schönen leeren Regale mit den Produkten, die demnächst wieder reinkommen. Ja, alles gut. Und wie sieht's hier aus mit dem Plattenbau? Kann auch den Shop erreichen. Das ist die Hauptsache. Alles gut. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch einen Plattenbau dahinter reingequetscht bekommen. Hierhin. Dann bin ich happy. Ja, auf engstem Raum. So muss es sein. Wisst ihr was? Wir setzen den Stück nach links. Noch lebt da ja keiner. Dann kriegen wir nämlich rechts noch einen Gehweg hin. Wir haben das Geld ja. Ich zeige euch mal, was ich vorhatte. Wenn wir den... Dann sorgen wir dafür, dass das hier mit der Straße auf jeden Fall klappt. Och nein, bitte nicht. Doch, hier. Na, da war das. Gerade war es doch grün. Ich hab's doch gesehen. Och bitte, tu mir das. Bitte nicht mehr antun. Ah, jetzt geht's. Super. Ja, es ist genauso wie eben. Nein, es geht eins weiter nach links. Da war was. Ja. 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 Genau. Und wenn wir... So geht's auch. Das ist sogar noch besser. Jetzt haben wir die Straßenverbindung nicht, die sollten wir aber hinkriegen. Setzen wir, geben Gas, lassen den Bau entstehen, gehen rein in die Straßen, ziehen die Asphaltstraße hier rüber. Oh, komm, mach schon. Naja, es hätte aber fast geklappt. Fast zählt doch auch. Wir machen den, aber warum ich das eben gemacht habe, waren ja eigentlich auch die Fußgänger. Hier. Den Gehweg. Genau. Ich wollte hier nämlich... Können wir hier so durchziehen? Ja, das geht. Hier hin. Ja, so muss es sein. Und jetzt ziehen wir noch einen Weg. Jetzt machen wir noch die Asphaltstraße auf der Rückseite.
Alles gut. Jetzt gehen wir in die Fußwege nochmal rein. Ziehen hier einen runter. Machen hier einen. Haben wir hier eine Verbindung? Ich hoffe, dass ja. Ich lasse noch ein bisschen weiterlaufen. Sieht doch ganz ordentlich aus. Wir müssen nicht alle Verbindungen ziehen. Hier können wir noch eine ziehen. Ach, die kann man uns auch schenken. Das sind ja auch so Kleinsthäuschen. Die ist schon eher wichtig. Das ist alles ein Wohnblock hier. Hochlebe der Zebrastreifen. Ich wette, das ist eine Errungenschaft der sozialistischen Weltrevolution, der Zebrastreifen. Gerüchte besagen, der käme irgendwie aus der britischen Kolonialherrschaft, das hängt irgendwie zusammen mit den Zebras und dass man die halt dass die Engländer und die Franzosen die Zebras aus Afrika geholt hätten und dass deshalb der Zebrastreifen irgendwie so eine kapitalistische Wurzel hat, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, der Zebrastreifen ist eine Errungenschaft von Genosse Wladimir. Bin ich fest von überzeugt. So, wir werfen hier einen Blick drauf und testen auch, ob die Verbindungswege klappen. Ja, das ist sehr gut. Unser ist erreichbar. Unser Shop in der Mitte ist erreichbar. Alles gut. Alles klappt. Die zentralen Gebäude werden von allen drei Plattenbauten erreicht. Und jetzt sind dann im Augenblick, jetzt lebt hier niemand drin. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass hier Menschen leben. Das eine ist, wir können welche uns holen aus anderen Ländern. Aber bevor wir das machen, wollen wir ein paar Umsiedlungsaktionen machen. Nämlich hier in diesen, wer braucht denn so kleine Häuschen? Da wohnt eine Menschenseele drin. Komm, rüber. Und das gleiche machen wir auch, sagen wir mal, hier lebt auch nur ein Mensch drin. Wir wollen das alles abreißen. Ich glaube, die können, hoppla. Da müsste ich, muss leider alles einzeln wegklicken hier. Denn ich glaube, diese kleinen Häuschen, die sind noch nicht mal wert, als Denkmalschutz irgendwie gehalten zu werden. Kann auch sein, dass da so bourgeoise Außenseiter drin leben. Menschen, die sich weigern, sich ins sozialistische Kollektiv der Plattenbauten eingliedern zu lassen. Leute, die noch irgendwelchen alten Ideologien nachhängen. Aus der Zeit vor dem Sozialismus. Leute, die sich nicht in die Gesellschaft einfügen wollen. Ich denke, so ist das. Und deshalb wollen wir die alle abreißen hier. Die müssen alle weg. Da kommen überall Plattenbauten hin. Weg damit. Kriegen wir das abgerissen? Weg mit dir. Weg, 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 weg. Weg, weg. All diese kleinen... Obwohl, die könnten wir ja eigentlich noch als Dachas nutzen für unsere Funktionäre, die ja keine Eigenbrötler sind, sondern das sind Leute, die sich wirklich das verdient haben, dass sie ein bisschen Privatsphäre bekommen. Nicht bürgerliche Privatsphäre, sondern politische Privatsphäre, weil die ja im Dienste für das Proletariat wahnsinnig viel erreicht haben gesellschaftlich und deshalb denen mal eine Dacha verpassen. Das finde ich okay. Man braucht ja auch eine kleine Belohnung. Gerade die Elite der Gesellschaft, also die proletarische Elite, verdient es eigentlich, dass sie ein bisschen, manchmal sich so ein bisschen erholt noch. Lebt hier noch jemand drin? Nein. Weg damit! Weg, weg, weg! So. Ja, und da leben immer noch Menschen drin. Das darf doch nicht wahr sein. Unfassbar. Was bilden die sich ein? Warum kann ich da nicht draufklicken? Jetzt, okay. Dann wollten wir aber, also wir können Leute dorthin umsiedeln. Das können wir auch von den kleinen Gebäuden hier machen, aber das kann ich auch mal in der Drehpause machen. Wir können aber auch Folgendes machen. Ich will euch das Feature zumindest mal zeigen. Schaut mal. Wenn wir das Gebäude hier anklicken,
Hier leben jetzt 5 Menschen. Das sind die von den kleinen Eigenheimen. Die ganzen Bourgeois. Nein, okay. Ich will mich nicht reinsteigern. Ich wisch mir mal den roten Schaum aus den Mundwinkeln. Wir können Leute einladen. Und zwar aus 2 möglichen Ländern. Wir können andere Einwanderer aus dem sowjetischen Block hinzubitten für 4.000 Rubel. Das ist die Prämie, mit denen wir die rüberlocken. Also Leute aus Polen, aus der Tatarei beispielsweise, aus Ungarn oder wo sie alle herkommen. Oder wir können Leute für nur ein Viertel des Geldes, für 1.000 Dollar, nicht für 4.000 Rubel einladen aus der sogenannten Dritten Welt, also Menschen aus Afrika, aus Asien. Die sind jetzt, kein Scherz, die sind tatsächlich im Durchschnitt ungesünder und weniger gebildet, sterben früher und können nur niedere Tätigkeiten ausüben. Und das spiegelt leider halt wieder, dass es tatsächlich auch in den sogenannten pseudo-egalitären sowjetischen Realismus und in den Sowjetgesellschaften der Nachkriegszeit, dass da doch nicht alle Menschen gleich waren. Die hatten auch so, wie es im Westen so war, in der Bundesrepublik zum Beispiel ihre, in Anführungszeichen gesetzt, Gastarbeiter aus Vietnam oder wo sie alle herkamen. Und die wurden teilweise genauso argwöhnisch beäugt und als Fremde gar nicht wertgeschätzt von ihrer Umgebung, wie es auch im Westen bei uns war. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern. Ich bin ja in den 60er Jahren zur Grundschule gegangen und kann mich noch lebhaft erinnern, nee, in den späten 60ern und in den 70ern dann, kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie bei uns sogenannte Gastarbeiterkinder aus Italien oder aus der Türkei beäugt wurden. Also echt aus Italien, glaubt man heutzutage kaum noch, dass die galten irgendwie als, was weiß ich, als das Allerletzte. Ich selber habe mich auch nur, habe die ganze argwöhnisch auch beäugt und alle anderen waren sich einig, die sind irgendwie komisch. Genauso wurden, glaube ich, auch die Vietnamesen, die meisten zumindest in der Zeit, von den anderen Menschen beäugt, die sich gleichzeitig etwas darauf einbildeten, dass sie zu einer höheren proletarischen Spezies gehörten. So, da können wir also Leute einladen. Das war diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, ihr tragt es mir positiv und nicht negativ nach, dass ich zwischendurch beim Erklären dieses Aufbaustrategiespiels auch ein klein wenig Rollenspiel euch abliefere. Übrigens, falls ihr euch noch für andere Aufbaustrategiespiele interessiert, bei mir auf dem Kanal findet ihr auch, ich zeige euch das mal in den Blöcken Preview Let's Plays zu Anno 1800 und Preview Let's Plays zu Tropico 6, vielleicht auch für euch in der Wartezeit, bis das nächste Video kommt aus dieser Reihe, ein Blick oder ein paar mehr wert. Bis dann, liebe Grüße, euer WB.